So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ein neues Weihnachtstürchen, Adi und der Adventskalender. Adi ist schon wieder hier und freut sich total auf sein neues Türchen. Das werden wir jetzt auch direkt aufmachen. Ich denke mal, heute ist wieder Spielzeug bei ihm drin. Was es aber wirklich ist, sehen wir, wenn wir hier runter gucken. Ich kann auch kaum reden, die Backe, die Wange ist so dick. Ich muss heute Nachmittag mal zum Zahnarzt, da habe ich nochmal einen Termin. Da wollen die nochmal nachgucken, weil es ist ja das Wochenende vorbei. Und es ist unglaublich genial. Deswegen jetzt früh erstmal ein Bier trinken, vielleicht lindert das die Schmerzen. Wir sind heute beim Türchen Nummer 7. Wir machen das hier oben auf. Haben natürlich wieder hier unsere kleinen Snacks drin. Im Beutel, das ist der Beutel. Da muss er immer erstmal reinbeißen, um zu zeigen, dass das der Beutel ist. Anders funktioniert das nicht. Dann können wir das Beutelchen nämlich aufmachen. Es wird halt im ersten Kalender immer das gleiche sein. Aber dafür haben wir ja den zweiten, der ganz neu ist und immer mit richtig viel Spannung entgegengefiebert wird. Da wird gefressen, da wird genascht, da wird die nasse Nase an der Hand abgedrückt. Ich lege dir den Rest mal hier rein, damit ich schon mal zum nächsten komme. Den wir uns nicht selbst besorgt haben, sondern den ihr geschickt habt, was ich richtig brutal finde und ich damit gar nicht gerechnet habe, dass der Adi jetzt mehr hat als ich. Und es ist wieder was zu naschen, auch im Türchen Nummer 7. Guck, wir machen immer die ganzen Türchen ab, der Kalender bekommt immer mehr Lücken. Irgendwann hat die Katze auch noch ein Loch im Kopf, ne? Und das war's dann. Hier haben wir jetzt wieder ein super geniales Tütchen mit bisschen was zu futtern drin. Diesmal gibt's Peskekarne, Ente und Truthahn. Haben wir Ente-Truthahn nicht schon gehabt? Also Ente-Truthahn kommt mir gerade nicht bekannt vor, aber Peskekarne irgendwie, das ist doch bestimmt Ente-Truthahn, Peskekarne. Ich weiß nicht, welche Sprache das sein soll. Ich schnüffel erstmal, genau, ganz vorsichtig. Wer weiß, was sie dir da andrehen. Aber es scheint zu schmecken. Sieht immer noch aus wie Cornflakes. Diese komischen Schoko-Crispies, die es immer gab. Nachdem der Adi jetzt so köstlich urinieren kann, werden wir uns kümmern um das Türchen Nummer 7. Ah, vom Bad Santa Adventskalender, Bierkalender. Wo ist die 7? Die 7 befindet sich direkt hier neben der 6. Ich verstehe die Anordnung nicht. Die hätten es auch einfach der Reihenfolge nach machen können. Die 1 und 2 war ja auch nebeneinander. Die 6 und die 7 sind nebeneinander, aber in eine andere Richtung. Und da lese ich Wälde. Und Wälde kenne ich, glaube ich, auch vom letzten Jahr. Nur das letzte Jahr, dass Wälde weiß und grün war, was auch so eine Art Bio-Bier war. Hier ist es diesmal. Handgebrautes, obergäriges Ale, Ale, aus unserer badischen Braumanufaktur Pale Ale. Goldgelb leuchtendes Pale Ale mit fruchtig frischem Geschmack nach Maracuja und Orange und angenehmer Bittere. Maracuja, Orange klingt auf jeden Fall gut. Ihr habt hier einen schwarzen Deckel, wo Wälde draufsteht. Der Deckel gefällt mir eigentlich. Dieses Etikett dazu erinnert mich jetzt wieder nicht an Bier. Das sieht wieder ein bisschen edel aus, als wäre es eine Flasche Wein, als wäre es was anderes. Das Etikett ist auf jeden Fall wieder so richtig hölzern, so richtig pappig, so richtig, naja, so papiermäßig so richtig. Es gibt ja welche, die glänzen. Das ist aber so richtiges Papieretikett mit Bale-Ale. Das hat auf jeden Fall Style. Auch dass das Bale-Ale, das Pale Ale in der Mitte groß und schwarz geschrieben ist, in so ein bisschen Geschnörkel. Ich bin mir noch unschlüssig. Das ist mir eigentlich schon wieder viel zu viel Luxus. Pale Ale Brauspezialität. Hopfen Simons Pecco Cascade. Empfohlene Trinktemperatur 8 Grad Celsius. Das Ding hat 4,8%. Wäldebräu Braumanufaktur seit 1752, Plankstadt, Schwetzingen. Was geben wir denn jetzt dafür? Sieht trotzdem irgendwie auch aus wie eine Flasche mit Olivenöl. Wie bei Shania, als ich das gestern gesehen habe, habe ich gedacht, was, Olivenöl in der Flasche, aber das war bei ihr grünlich.
Es sieht nicht schlecht aus. Es ist ja eigentlich, manchmal sage ich ja, weniger ist mehr. Also insgesamt passt das ja alles zusammen, dass das auch so eine richtig dunkle, schwarze Flasche ist, plus dieses Etikett, plus dieses Stöpfel dazu. Es hat Style. Es kriegt von mir trotzdem nur 3 von 5, weil, ja, für mich hat das nichts mit Bier zu tun. Wenn ich da drauf gucke, würde ich nicht denken, dass das Bier ist. Deswegen kommt das jetzt mal ins Glas und wir schauen uns mal an, wie es im Glas aussieht, was es da wieder für eine Figur macht. Ist noch Wasser drin von gestern, vom Ausspülen. Seitdem ich den Deckel jetzt immer kurz drauf behalte, ist es nicht mehr wieder übergeschäumt. Das finde ich sehr gut. Deswegen tun wir das Pale Ale jetzt einfach hier mal einfüllen. Was jetzt ich schon sehe, als dass es eine sehr gute Farbe hat. Und es passt nicht alles ins Glas. Da ist noch so viel drin. Oh mein Gott, ich habe es kaputt gemacht. Da ist immer zu schnell hoch. Also man könnte sagen, ja, das ist eine sehr schöne Schaumkrone. Aber ich bin ja eher dran, immer zu gucken, dass ich alles in ein Glas kriege. Bewerten wir es halt jetzt so, wie wir es so da haben. Es perlt auf jeden Fall schön nach oben. Es ist ein bisschen trüb. Es ist nicht wirklich klar zum Durchgucken. Bisschen trübes gibt bei mir Punktabzug. Mag ich nicht so. Farbe ist dafür nicht so hell. Ist dafür an sich kräftig. Wird er aber auch nur 3 von 5 bei mir bekommen. Wenn es jetzt noch ein bisschen klarer wäre zum Durchschauen, hätte es 4 von 5, 5 von 5 erreicht, irgendwas. Ich kann es euch auch nochmal so rumhalten, vielleicht seht ihr das hier nochmal besser. Es ist echt halt hier drin immer mega dunkel, was natürlich dann von der Belichtung her nicht so schön ist, das seht ihr ja selber. Ich arbeite hier mit dem Licht auf mich zu. Aber generell lebe ich ja hier auf der Schattenseite, ist also sowieso meistens sehr, sehr dunkel, ohne dass irgendwie Licht da ist. Jetzt bildet sich hier oben auf dem Schaum nochmal extra Schaum. Also 3 von 5 haben wir schon gesagt. Wir kommen jetzt zum Geruch, bevor das hier noch ausadet da oben. Ich glaube, man riecht diese süßlichen Orange-Maracuja-Noten raus. Es hat auf jeden Fall einen sehr süßlichen Geruch. Gleichzeitig riecht es aber auch ein bisschen bitter. Ich glaube jetzt schon wieder, dass das Bittere viel präsenter ist beim Trinken als das Orange, als das Süßliche. Ich würde für Geruch trotzdem 4 Punkte geben, weil es riecht interessant und es ist auf jeden Fall ein anderer Geruch als die restlichen bisher. Die meisten haben fast gar keinen Geruch gehabt. Hier hast du ein deutliches Geruchserlebnis. Jetzt muss ich irgendwie den Schaum wegkriegen. Oh, Mann, ist das bitter. Also Geschmack vom Schaum, 0 Punkte. Leider wird nicht der Schaumgeschmack bewertet. Ja, wir probieren mal das Bier und gucken mal, ob das hoffentlich jetzt irgendwie besser funktioniert. Oh. Da freust du dich auf Orange, da freust du dich auf Maracuja. Da riechst du, es riecht wieder sehr süßlich. Dann hast du Angst, dass es nur bitter schmeckt und was macht's? Es schmeckt einfach nur verdammt bitter. Es bitzelt auf der Zunge. Es ist wieder so richtig spülmittelmäßig. Es ist, ich merke kein bisschen Orange, kein bisschen Maracuja. Es ist so richtig seifig. Es ist so unangenehm, auch jetzt immer noch, obwohl es schon längst unten ist. Der Geschmack bleibt auf jeden Fall im Mund hängen. Das ist, glaube ich, bis jetzt das Schlimmste. Geschmackserlebnis, das schlechteste Bier, was wir hatten. Wir haben, glaube ich, schon einmal einen Punkt vergeben beim Perlenzauber. Kann man 0 Punkte vergeben? Wenn ich jetzt auch einen Punkt vergebe, würde ich es auf eine Stufe mit dem Perlenzauber schieben. Aber ich finde, das schmeckt nochmal viel schlimmer als das Perlenzauber. Ich würde hier direkt einfach 0 Punkte geben für Geschmack. Das ist eins, das würde ich niemals freiwillig wieder trinken oder kaufen oder sonst was. Ich würde euch den Geschmack gern mal überlassen, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil es ein Pale Ale ist und die halt alle immer einfach nach
Seife schmecken. Warum? Warum? Und wer trinkt sowas freiwillig? Und wer mag denn sowas? Seid ihr Pale Ale Trinker? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss es jetzt hier noch austrinken. Dafür muss ich aber den Rest noch einschenken. Das ist ja wichtig. Wir müssen ja das Ganze trinken. Das auf jeden Fall, das bleibt in Erinnerung, das Pale Ale aus dem Adventskalender. Ich habe auch gelesen, manche haben geschrieben, sie haben auch mal so einen Kalender gehabt, einmalig dann nicht mehr. Da waren zu besondere Sorten drin, die sie jetzt nicht, das ist bestimmt eine davon, was der Grund sein könnte, wieso man sich nie wieder so einen Kalender holt. So, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Widerlich, widerlich. Ich versteh's nicht. Wer trinkt sowas freiwillig?